Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. So, willkommen zu, ja, Dark Souls 2. Ich werde das Spiel ziemlich schnell
Naja, was heißt ziemlich schnell, aber auf jeden Fall schneller durchspielen als viele wahrscheinlich vermuten, weil ich es irgendwie, wie ich finde, bis jetzt auf die langweiligste, schrägstrich einfachste Art spiele, nämlich als Zauberer bzw. Miracles, also als Faith-Build, was ich ziemlich einfach finde. Beziehungsweise, ja doch, eigentlich schon, weil ich habe jetzt das Spiel zweimal durchgespielt, einmal normal, Schwertkampf, Schild, bla bla bla, und einmal mit Miracles, und Miracles habe ich, glaube ich, knapp ein Viertel der Zeit gebraucht. Ich wusste zwar schon, was passiert, aber generell die Bosskämpfe und so waren kaum eine Herausforderung, aber wir werden sehen, wie es jetzt passieren wird, während ich das Spiel aufnehme, weil ich erzähle ja sowieso gerne viel, aber lassen wir erstmal die Frau reden. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? So, das ist schon mal die allerwichtigste Signifikanz, die wir entscheiden müssen. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Aber das ist eigentlich die meiste Story, die uns das Spiel überhaupt geben wird. Deswegen gucken wir jetzt uns erstmal so das Generelle an. Ich brauche wahrscheinlich den Cleric. Cleric hat eigentlich eine der besten Startsachen überhaupt. Zum Beispiel, weiß ich nicht, kann ich das mir angucken? Nein, auf jeden Fall seine Waffe ist der Mace. Eigentlich eine ziemlich gute Staatswaffe ist. Allerdings kann ich die nur zweihändig benutzen. Und das ist ziemlich problematisch, aber egal. Als nächstes Gift. Bei den Gifts habe ich jetzt so am Anfang noch nie wirklich rausgefunden, was wirklich gut ist oder nicht. Der Life Ring ist eigentlich ganz gut. Der gibt mir, glaube ich, 5 oder 10% mehr Leben schon am Anfang. Was eigentlich sehr hilfreich sein kann. Oder ich kann mir Petrified Something nehmen. Damit kann ich bei den Krähen was eintauschen. Keine Ahnung, wenn ich Glück habe, kriege ich da irgendeine coole Waffe, die ich wahrscheinlich nicht benutzen kann, weil ich ein Cleric bin und nicht wirklich sehr viel auf, sag ich mal, Waffen gehe, beziehungsweise auf diese Ultra-High-Stärke, sonst was Waffen. Und da wir ja ein Cleric sind, müssen wir uns auch dementsprechend kleiden. Das ist alles so Anime-mäßig. Das war bei den vorigen Dark Souls und Demon's Souls, finde ich, nicht so der wirkliche Fall. Ja, man konnte sich die Haare irgendwie gelb und sonst was machen, aber ach, ich weiß nicht. Und als richtiger Cleric müssen wir uns auch einen richtigen Bart holen. Das scheint mir der männlichste Bart zu sein. Ja, das ist so ein 3-Tage-Bart. Das ist ein Mario-Double. Ah, den nehmen wir den männlichsten und der sollte auch gefälligst die richtige Farbe haben. Wir haben zwar ein richtig beschissenes Outfit, aber das sieht nur beschissen aus, aber naja. Ich würde mal sagen, wir gehen auf Luck und nehmen das Petrified Something.
Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja was Tolles, was wir irgendwann mal benutzen können. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Das ist der beste Start in ein Spiel. Das Spiel sagt dir, du wirst sehr viel sterben und das wahrscheinlich auf die grausamste Art überhaupt. Sehr gut gemacht, Dark Souls. Das ist so eine der Dinge, die ich finde, die du echt beschissen hingekriegt hast. Leute am Anfang auslachen, dass du scheiße bist. Yay! Na gut. Aber bevor wir jetzt hier rausgehen, werden wir uns erstmal ein paar Sachen holen, die wir jetzt zurückgelassen haben. Ja, eine Torch, bla bla. Es gibt einen Gegner. Einen einzigen Gegner, den wir töten müssen. Oder die wir, der es würdig ist, getötet zu werden hier aus diesem Gebiet. Da hinten sind so komische Hobgoblins oder was auch immer das sein soll. Die können wir erstmal ignorieren. Übrigens, wie ihr seht, ich kann das Ding nur einhändig tragen. Ich habe meinen Cleric-Ding gerne auf der linken Hand. Ich einfach von zweihändigen zu einhändigen wechseln kann und mich dadurch heilen kann. Für Leute, die es nicht wissen oder die es noch nicht gesehen haben. Es gibt jetzt in dem Spiel Estus Flasks und Life Gems, die verschieden wirken. Estus Flasks funktionieren so, dass man jetzt sie trinkt und dann über kurze Zeit relativ viel HP kriegt. Dafür haben Estus Flasks am Anfang nur einerlei Aufladung und dadurch werden sie im Verlauf des Spiels stärker, indem man sich einfach immer mehr von diesen Flask-Shards holt und dadurch mehr Charges kriegt. Dieser Typ ist ein Arsch, weil der ist groß und macht nicht immer die Moves, die er eigentlich machen sollte. Wenn ich hinter oder neben ihn stehe, sollte er sich eigentlich so hinsetzen. Wenn ich hinsetzen. Aber das tut er nicht. Deswegen muss ich jetzt erstmal in ein breiteres Areal laufen. Und hier ist ein Item. Das könnte ich eigentlich benutzen, weil ich werde es nie wirklich benutzen außerhalb dieses Kampfes. Ich glaube, das werde ich jetzt auch gleich tun. Habe ich das schon? Das ist auch etwas Komisches, wie ich finde. Im vorigen Dark Souls wurden immer die Sachen equipped, die man aufgesammelt hat, sofort. Dies ist hier nicht der Fall. Das finde ich ist irgendwie nicht cool. Das hat mir eigentlich relativ oft geholfen. Zwar auch sehr oft nicht, aber ich meine, warum was ändern? Und das hat nicht wirklich sehr viel geändert, dass ich jetzt dieses Zeug hier drauf habe, aber gut. Ich habe kein Problem damit. Wir brauchen sowieso etwas länger, um gegen den Typen zu kämpfen, weil der nicht die Moves macht, die er machen soll. Goddammit, Game. Du bist jetzt schon ziemlich nervenaufreibend gerade. Warum willst du dich nicht einfach hinsetzen, du Fatty? Machst du doch auch sonst immer so gerne. Da, den Move. Warum machst du den nicht so oft? Der ist so schön einfach auszuweichen. Hörst du wohl auf, mich zu Falcon punchen? Nein, nein. Oh, fuck. Der hat sich fast auf mich draufgelegt. Okay. Jetzt ist er tot. Wir haben einen schönen Sack Seelen gekriegt und jetzt haben wir den. Ich glaube, das war das Stone Ring. Ja. Dem Stone Ring brauchen wir weniger Poise, beziehungsweise weniger Schläge, um die Poise des Gegners zu brechen. Ich weiß gerade leider nicht, wie das auf Deutsch heißt. Poise ist der Wert, der definiert, wann ihr so zusammenzuckt, wenn ihr getroffen werdet. Ich weiß zwar nicht, warum ich am Anfang noch nicht mein volles Equip sozusagen habe, weil ich habe hier noch ein paar Hoods und sonst was, aber egal.
Und dieser Ring verhindert halt oder erhöht halt den Poise-Schaden, den ich sozusagen mit meiner Waffe mache. Und wir haben 1000 Seelen gekriegt, was gar nicht mal so recht wenig ist. Ja. Wir werden uns dann jetzt langsam nach Majula machen, was so ziemlich die, sagen wir mal, Hauptstadt in dem Spiel ist. Und ziemlich großer Minuspunkt ist, was in Bezug auf die vorigen Dark Souls Games angeht. Ich muss hier übrigens lang, um zu den Krähen zu kommen, wo wir unser Petrified Something hinpacken. Weil man muss immer nach Majula gehen, um aufzuleveln. Das war zwar in Demon's Souls genauso, allerdings finde ich, haben sie es in Demon's Souls in der Hinsicht besser hingekriegt, dass man zu dieser Frau halt hingeht, mit ihr redet und während sie diesen Dialog, sag ich mal, hat, man trotzdem schon aufleveln kann. Hier muss man 20 Mal die Frau ihren Dialog durchskippen, bis sie irgendwann meint, ja, gut, kannst aufleveln. Ich merke gerade, oder ich sollte eigentlich erklären, dass ich das Spiel gemoddet habe. Zumindest was die Dunkelheit angeht. Und ich habe echt nicht genug... Ich habe nicht genug Dexterity, um das Scheißding zu benutzen, okay. Wer ist denn bitte zu doof, um den scheiß Dagger zu benutzen? Aber gut. Weil ich bin von dem Spiel, von seinem, sag ich mal, Lichtverhältnis nicht wirklich überzeugt gewesen. Weil das Spiel hat an jeder Ecke Punkte für Fackeln, die das Spiel halt dazu eingeladen haben. Okay, das Spiel ist dunkel, du solltest vielleicht ab und zu mal eine Fackel damit tragen, damit du was siehst. Nee, wenn du das Spiel regulär spielst, brauchst du nicht einmal eine Fackel. Nicht in einem Gebiet, vielleicht in einem. Aber das ist wirklich nichts im Vergleich zu dem, was ich auf der Gamescom gespielt habe, wo es... schon ab den... Naja... Ich glaube in dem Spiel, also in dem fertigen Spiel, zweiten oder dritten Gebiet, je nachdem wie man läuft, schon eine Fackel braucht. Oder eine Fackel gebrauchen könnte. Und hier sind eigentlich die komischen... Genau. Die beiden Raben von... Oder die eine Raben... Viecher von letztem Mal. Wir haben... Das Ding, wir sollten es... Ja. So. So, was geben die uns? White Ring. Das ist, glaube ich, nicht geil. Ja, hier kriegst du so ein komisches Ding. So. White Ring. White Ring ist scheiße. White Ring lässt uns so weiß leuchten. Ich meine, das ist ganz nett, wenn man leicht weiß leuchten möchte. Aber... Ich habe jetzt irgendwie was Effektiveres erwartet, aber naja. Sind wir jetzt halt für eine Zeit lang ein Geist. So. Als nächstes müssen wir jetzt hier durch die Klippen. Und dann sind wir eigentlich schon in der Hauptstadt. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wo gehen wir zuerst hin? Gehen wir zu den Riesen? Oder gehen wir in die Stadt? Beziehungsweise in die Burg? Ich bin mir gerade noch nicht so sicher. Weil wenn ich in die Burg gehe, habe ich sehr viel schneller meine Zauber. Allerdings habe ich nicht wirklich das Level, um sie zu benutzen. Und die Gegner sind ein bisschen härter. Bevor wir alle nichts dahin gehen, werden wir uns ein wenig was hier sammeln. Hier war nichts, aber hier weiter unten. Der Typ hat einen Morningstar. Den würde ich gerne benutzen. Kann ich allerdings nicht, weil ich natürlich... absolut die beschissensten Stats habe, um irgendeine Art von Waffe zu betragen. Ich kann ja mal eben schnell gucken. Wie man sieht, habe ich 11 Stärke, was nicht schlecht ist, aber nur 5 Dexterity. Das ist nicht wirklich vieles. Ich könnte nicht mal hier diesen Streitkolben einhändig benutzen. Was allerdings nicht an meinen Dexterity liegt, sondern an meinen Stärkewert. Und da haben wir die Frau, mit der wir reden müssen, die uns dann aufleveln lässt. Mal gucken, was die Frau zu sagen hat. The next monarch. Or merely a pawn of fate. Bearer of the curse. I will remain by your side. Till the take this with you. Go on and he who made Dranglake what it once was. He who picked King Vendr.
Bearer of the curse, for misery will lead you to greater. You will never meet the king with a soul. Seek those whose names are their soul once you have found them, so that hope. Oh, ja, jetzt komm, lass mich doch mal aufleveln hier. Okay. Das finde ich ziemlich nervig. Aber ich sollte erstmal vorher gucken, was ich für meine Waffen brauche. Weil das ist jetzt erstmal das, was mich durchs Spiel ziehen wird, bevor ich irgendwas später machen kann. Okay, ich brauche 15 Stärke und 7 Dexterity. Gut. Gucken wir mal, wie hoch kann ich überhaupt aufleveln. 7 Dexterity. Nein, ich kann nur ein Level aufleveln. Das ist nicht sehr viel. Aber gut. Noch ein Level und wir werden unser schönen Mace benutzen können. Zwar nur zweihändig, hoffentlich. Na, definitiv zweihändig. Aber naja. Wenigstens können wir ihn benutzen. Er ist in jeglicher Hinsicht besser als der, oder den Morningstar. Jeglicher Hinsicht besser als der Mace, weil er mehr Schaden macht und der noch Blutschaden dazu hinzufügt. Das heißt, nach einem gewissen nach einem gewissen Threshold von Damage, den wir den Gegner gemacht haben, fängt er an zu bluten oder kriegt Blutungsschaden, was ungefähr 30% seines maximalen Lebens ist, wenn es aus Dark Souls 1 übernommen wurde. Ich glaube, es gibt Waffen, die den Schaden noch höher haben, aber werden wir sehen. Ich habe jetzt einen Estus Flask Shard gefunden, wie ich gerade erwähnt habe. Erhöht mir erst meine Benutzung von Estus Flasks. Jetzt habe ich 2. Sollte das Ding auch, glaube ich, dann equippen. Da haben wir es. Es gibt dann in dem Spiel noch Estus Bone Ash. Keine Ahnung, ich habe mir den Namen nie wirklich gemerkt. Ich bin ziemlich schlecht darin. Was die HP erhöht, die ich pro Schluck kriege. Das ist so ziemlich damit vergleichbar mit den Firekeeper Souls aus Dark Souls 1. Wo jetzt muss ich halt nicht mehr mein Bonfire verbessern, sondern ich muss halt Shards finden, womit ich mein Estus Flask verbessere. Mit der Änderung habe ich jetzt so ganz ehrlich keinerlei Probleme. Allerdings, womit ich Probleme habe, ist, was gleich kommt, beziehungsweise generell in dem Spiel auch vorkommt. Das ist, wenn wir mal dahin gleich hinkommen, dass es mehrfache Stellen gibt, wo man nicht wie in Dark Souls früher viele Gegner zwar bekämpft, aber wenn sie mal überlegen sind an den Zahlen, meistens nicht so stark sind, dass sie ein, sagen wir mal, immer noch einzeln zur Gefahr werden. Hier allerdings ist es so, dass meistens die Gegner einen ziemlich leicht töten können, wenn man nicht aufpasst. Was jetzt irgendwie wie bitchig anhört. Allerdings finde ich, ein Riesenproblem ist, indem das Spiel jetzt einfach meinte, jetzt, ja, wir müssen schwerer werden. Lass uns einfach auf die billigstmöglichste Art, anstatt irgendwie Gegnern ein schweres, keine Ahnung, Kampfset, beziehungsweise Moveset oder sonst was zu geben. Nein, lass uns einfach mehr Gegner reinpacken. Und nicht irgendwie mehr Gegnerarten, sondern einfach nur mehr Gegner gleichzeitig. Das finde ich ist irgendwie billig. Irgendwie im Vergleich zu vorigen war es einfach so, ja, wie können wir das Spiel besser machen, beziehungsweise wie viele gefordert haben, schwerer. Wir machen den Parry aus den Schildern komplett nutzlos, beziehungsweise viel zu schwer zu benutzen, dass er eigentlich kaum benutzt werden kann. Lass uns noch mehr Gegner spawnen und ja, das war es eigentlich. Weil mit den Lebensverlust, wenn man stirbt, habe ich jetzt so gesehen eigentlich keinerlei Probleme. Es gibt ja genug Mittel dagegen, es aufzulösen. Eigentlich gibt es nur eins, aber später im Spiel gibt es noch eine zweite. Aber da sind wir noch Stunden von entfernt. So, das ist jetzt so eine der Szenen, wo ich am Anfang wirklich gedacht habe, Alter, ich höre mit dem Spiel auf. Weil, wenn man hier erstmal reinkommt und irgendwie, ich muss auch sagen, ich habe diesen
diesen nackten Mann gespielt, dass ich irgendwie nur mit dem Dolch rumgerannt bin. Was natürlich jetzt keine gute erste Wahl war, weil... Fuck it, du bist nackt und du kämpfst gegen so Zombies. Während ich gerade von einem Zombie geboxt wurde. Ja. Es ist dann ziemlich unschön geendet. So sehr, dass ich dann einen zweiten Charakter angefangen habe. Und, ja. Das liegt dann wahrscheinlich daran, dass ich einfach das Spiel so sehr am Anfang gehasst habe. Einfach nur, weil ich die falsche Klasse gewählt habe. Was einfach das Spiel unnötig viel schwerer gemacht hat. So, stirb. Da drüben war, glaube ich, noch irgendwie ein besonderer Schatz. Was hat der für mich? Shortsword. Gucken wir mal, kann ich das schon benutzen? Ich befürchte ihn nämlich nicht. Nein. Es braucht 10 Dexterity. Haben wir leider nicht. Das heißt, wir müssen bei unserem krüppeligen Mace bleiben. Da unten ist ein Ritter, der an einem Baum sitzt. Dieser Ritter wird wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit, die Waffe tragen, die wir bis zum Ende des Spiels tragen werden. Ich könnte jetzt versuchen, ihn jetzt schon zu besiegen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich hinkriege, ohne Schild. Weil der Typ hat ein ziemlich beschissenes Moveset. Oder ein Moveset, wo ich nicht hinterherkomme. Und den Sprung hätte ich eigentlich schaffen müssen. Also, nee, doch, den hätte ich eigentlich schaffen müssen. Oh Gott, das klingt ja schon mal geil. Mein erster Tod ist, weil ich zu dumm bin zum Springen. Sehr schön. Klingt schon mal gut an. Ich will diesen scheiß Ring nicht mehr. Der ist scheiße. Ich will normal aussehen. Ich will, dass man meine spätere Rüstung in seiner vollen Pracht genießen kann und nicht in diesem weißen, lächerlichen Glitzern. So. Also die Typen sind wirklich hier nicht das Problem. Also ich habe wirklich am Anfang vollkommen überreagiert, aber es ist schon irgendwie scheiße zu sagen, ja, lass uns ganz viele Gegner am Anfang immer spawnen. Oder generell. Aber naja. Das Spiel ist nämlich so gesehen relativ einfach. Es ist so einzeln gesehen, sind die Gegner ein Witz meistens, weil sie alle ziemlich einfaches Moveset haben. Die machen entweder zwei, drei schnelle Schläge, halten dann kurz inne und machen dann einen starken Schlag, oder sie machen häufig einen langsamen Überkopfschlag, der relativ viel Schaden macht. Ja. So, ein Schlag, zwei Schlag und dann wäre halt noch der dritte Schlag gekommen. Das wär's. So, gucken wir mal, ob ich den Sprung jetzt hinkrieg. Jupp. Ich weiß nicht mal, ob sich's gelohnt hat, hier hinzuspringen. Ein paar Seelen. Seelen sind niemals schlecht, besonders so früh am Anfang. Und ich würde sagen, wir gehen da mal weiter. Bis zu dem Punkt, wo ich mir sagen kann, jupp. Jetzt kann ich den weißen Ritter hier kämpfen. Ich habe das richtige Equip. Weil das wird eigentlich ein ziemlicher Kernpunkt sein, wann ich mich overpowered fühle. Weil das wird ziemlich schnell sein. Da ich auf Faith baue und Faith mit Blitz-Damage bzw. mit Elektro-Damage skaliert und der Typ ein Schwert trägt, was Elektroschaden macht, werden wir relativ freudig dieses Schwert an uns nehmen und ihn gerne davon erleichtern. Das bedeutet, dass wir uns relativ viel Schaden am Anfang machen werden, aufgrund unserer Blitze. Ich werde auch, wie gesagt, da ich auf Faith gehe, ziemlich viele Blitze werfen, die meisten Bossen so viel Schaden machen, dass ich sie wahrscheinlich unter 1 bis 2 Minuten besiege. Dafür habe ich vor, möglichst schnell nicht zu sterben hier. Und möglichst schnell in die Sunbro-Covenant zu kommen. Einfach nur, weil sie die dicksten Blitze haben. Oder den dicksten Blitz. Und dafür müsste ich, weiß gerade nicht, 50 Mal Leuten helfen bei Bossen. Was wahrscheinlich ziemlich unschön ist, sich anzugucken. Deswegen werde ich das, wenn wir soweit kommen, ein bisschen off-camera machen. Ist das ein Wort? Off-camera? Ich werde es halt nicht machen, während ich es filme.
Weil ich werde mir wahrscheinlich irgendwie einen Boss aussuchen, den immer und immer wieder machen. Und dadurch dann Sunlight Medals sammeln. Und dadurch halt in der Covenant aufsteigen. Das wird leider einen Nebeneffekt haben, dass ich sehr viele Seelen kriegen werde, nur durch dieses Helfen. Was ein bisschen cheap ist. Aber am Ende werde ich ungefähr so ziemlich das normale Level haben, wenn man es normal durchspielt. Und die meisten Leute würden jetzt schon da durch die Türen weitergehen. Wir allerdings nicht, weil wir wissen, was hier auf uns wartet. So eine vorzügliche Waffe, um relativ schnell, relativ weit zu kommen. Wir werden hier zwar von einigen Hollow-Soldaten aufgehalten, aber wir werden dafür ja auch belohnt. Hier ist zum Beispiel mehr Human Effigy. Und da sind noch mehr Items und noch mehr Items. Also es lohnt sich schon, diesen kleinen Abstecher hier runter zu machen, auch wenn hier ein paar Gegner auf einen warten. Aber hey. Es sind nur ein paar ganz gemeine Fußsoldaten. Nichts, was uns wirklich gefährlich werden sollte. Das hätte ich eigentlich nicht sagen dürfen, weil ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwie an einen Dumm sterben. Und noch einen Kritikpunkt habe ich, bevor wir jetzt irgendwie meine Hasstirade an Dark Souls 2 weiterführen durch die ganze Serie hier. Mir gefällt nicht, dass die Waffen so schnell sterben. Bevor man nicht ein bis einen richtigen Ring gefunden hat, finde ich, ist es richtig scheiße, dass man so schnell die Waffen verliert. So, da ist ein komischer Flammenechsen-Typ, der irgendwie nicht will, dass wir hier vorbei wollen. Das wollen wir allerdings. Und das haben wir auch relativ erfolgreich geschafft. Und hier ist die Waffe unseres Begehrens. Ein Fire Long Sword. Das von diesem Typen bewacht wird, der mich gerade haut. Ah, wenn wir jetzt nicht sterben. Nein, ich hab, wir wollen nicht sterben. Aber wenn wir jetzt nicht sterben, können wir uns angucken, was wir dafür brauchen. Wir brauchen 9 Dexterity. Gut, dass wir das ja gerade gelevelt haben. Warten wir auf die nächste Salve des Feuersalamanders und würde sagen, wir fliehen. Aus diesen Katakomben. Zack. Da sind irgendwelche Leute verbrannt. Die haben ein schlimmeres Schicksal erwartet als wir. Hier ist eine Höhle mit ein bisschen was drin. Ja, ein Hollow Soul Helm. Der ist wahrscheinlich sogar besser als unser cooler Helm. Ja. Haben wir noch was Cooleres gefunden bis jetzt? Nö. Jetzt haben wir einen relativ netten Helm. Haben immer noch unsere schöne leichte Rolle, die wir hoffentlich das ganze Spiel lang über behalten. Für Leute, die Dark Souls 1 gespielt haben, aber Dark Souls 2 noch nicht. Es ist jetzt wichtig, besonders als Mage, Attunement zu leveln. Einfach dadurch, dass man, je mehr Attunement man hat, desto mehr Spellslots hat man, wie schon im vorigen Teil. Allerdings bestimmen sie auch, wie viel oder wie schnell die Zauber gezaubert werden und wie oft man sie benutzen kann. Man hat jetzt zum Beispiel am Anfang, sagen wir mal so 10 von den Blitzen, die ich werfen kann. Im Laufe des Spiels wird sie wahrscheinlich so auf 15, 20 ansteigen. Und bei so richtig dicken Zaubern wie, keine Ahnung, Soulspear oder Soulspear oder sonst was, wird das signifikant erhöht auf meistens das Doppelte, weil wenn man die am Anfang nur zweimal benutzen kann, werden sie dadurch irgendwie, ja, 5 oder 4-mal benutzbar sein können, was ziemlich hoher Damage Output sein wird. Also, ich habe es geschafft, manche Bosse nur mit meinen puren Blitzen zu töten. Weil entweder war ich vollkommen overleveled. Dexterity of 9, fuck. Egal, wir haben ja noch ein paar Seelen gesammelt. Ich hoffe, die reichen aus. Ja, komm, du siehst ziemlich groß aus, du solltest reichen. Ja, locker. Benutzen wir mal alle Seelen, die wir haben. Ich meine, warum nicht? Zack. So. Dann gehen wir jetzt mal full auf Dex. Jetzt habe ich eigentlich schon alles, was ich brauche, aber ich glaube, ich brauche 11-11 für mein Blitzschwert. Deswegen mache ich mal das.
Und... immer mehr auf Endurance, weil ich habe irgendwie ziemlich wenig. So als Magier oder Priester hat man nicht wirklich viel Ausdauer, gehe ich mal von aus. Oh, ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass ich irgendwie so ein fetter Sack bin, der irgendwie die ganze Zeit gepredigt und gebetet hat. Und jetzt irgendwie zum Krieg gerufen wurde, weil der untot ist und meinte, nee, ich will nicht mehr untot sein. Und wir gehen dann jetzt zu unserem guten alten weißen Ritterfreund und werden ihn von seinem ach so schweren Schwert. Wirklich, ich kann keinen fucking Buckler benutzen. 13? Okay. Scheiß drauf. Dann gehen wir jetzt zu unserem lieben Freund, dem weißen Ritter. Und werden ihn von seinem Schwert erlösen. Aber erst werden wir diese super lustigen Hollow-Soldaten töten. Ebenso wie den da unten. Die stehen uns im Weg. Und wir müssen ja unseren glorreichen Plan in die Tat umsetzen. Na. So. Das ist, wie ihr seht, ich habe jetzt ein paar Mal den Gegner gehauen und meine Waffe ist schon zu circa einem Achtel kaputt. Das ist ziemlich lächerlich, wie ich finde. Aber naja. Weil, wenn man das jetzt so mit einer Waffe durchspielen möchte, kommt man echt nicht weit. So. Die Leute kennen wir ja alle schon. Müssen wir jetzt nochmal alle umbringen, weil sie uns sonst im Kampf ziemliche Probleme machen würden. Na. Au. Ich höre schon den Bogenschützen da oben seinen Bogen spannen. Warum rennt ihr weg? Sterben. Kann ich den Typen da oben mit Throwing Knives abwerfen? Nicht so aus. Aber naja. Dann gehen wir da jetzt halt hoch, suchen den jungen Mann. Er meint uns mit seinen bösen Pfeilen oder Bolzen abzuschießen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er eine Armbrust hat. Und eben die armen Soldaten. Und irgendwie kann ich mich gerade nicht mehr bewegen. Hallo, Spiel. Warum konnte ich mich nicht mehr bewegen? Irgendwas ist gerade passiert. Gerade irgendein dickes Geräusch gehört. Das war jetzt irgendwie nicht geplant. Aber naja. So, du wirst sterben. Ich habe zum Glück einen Heal. So. Mal gucken, ob wir den Gegner jetzt hinkriegen. Ich nehme mal an, nicht. Weil ich schlecht in diesem Spiel bin. Ziemlich schlecht. Aber wir werden sehen. So, mein Freund. Oh, hier will ich noch was. Das sollten wir nicht fliegen lassen. Throwing Knives. Habe ich diese coolen Bomben schon? Ja. Die könnten auch nützlich werden. So. Hauen. Au. Das ist der Bullshit-Move, den ich meinte. Ah, fuck it. Werfen dich einfach mit Magic kaputt. Zack. Das war ein ziemlich einfacher Kampf. Das hätte ich nicht so aufbauen sollen. Und... na, 11-11. 10-11. Ja gut. Wenigstens hätten wir den jetzt benutzen können. Das ist ein ziemlich nettes Schwert. Das macht Blitzschaden. Hat so ein Auf- und Ab-Bewegung. Ist ziemlich solide. Und scaled halt relativ gut für uns, weil... es scaled halt mit, Dave, weil wegen Lightning. Das skaliert mehr mit Dave und Intelligenz, was halt Intelligenz nicht wirklich der Stat sein wird, den wir jemals leveln werden. Ever. Aber naja. Ich würde dann sagen, wir gehen dann demnächst schön hier voran in dieser Burg. Werden uns ein wenig mit den Gegnern hier befassen und gucken, was wir so noch alles looten können. Bis dann.